Hallo, hallo, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dynasty Warriors 9. Es geht endlich wieder weiter. Ich weiß, ihr musstet viele, viele Wochen warten, bis das Let's Play endlich weitergeht. Es tut mir so dermaßen leid. Aber es hatte einen Grund, warum so lange nichts mehr kam. Weil ich habe nämlich jetzt sehr, 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 sehr viel vorbereitet. Genau. Ich habe nämlich alle Charaktere halt erstmal weitergezockt, habe die Wu-Kampagne immer noch bis zur siebten Story-Kampagne halt weitergespielt. Also jeder einzelne Charakter ist jetzt halt in der, ja, im siebten Kapitel angekommen. Ups, falsche Taste. Falscher Modus. So, ihr seht, die wichtigsten Charaktere sind jetzt nun weitergezogen. Ja, ich weiß, es fehlen noch einige, zum Beispiel hier Lian Shi, die muss auch noch in die nächste Runde reingehen und so. Wird alles noch gemacht, braucht euch keine Sorgen machen, mache ich alles noch. Aber ich habe jetzt mir gedacht, Mensch, ich werde jetzt heute auf jeden Fall den nächsten Charakter zocken, und zwar nämlich den guten Hang Dang. Genau, der sitzt zwar gerade noch im Kapitel 6 fest. Ist aber kein Problem, der ist nämlich kurz vorm Ende sozusagen. Also der ist jetzt, der steht vor dem Ziel und dort mache ich jetzt halt weiter. Ist alles kein Problem. Alle anderen Charaktere sind schon ziemlich weit. Und ja, warum zocke ich denn Hang Dang? Kann ich ganz einfach erklären, weil wenn ihr euch das mal anguckt, seht ihr, dass viele Charaktere bald nicht mehr verfügbar sind. Also alleine schon Shuyu kann ich nicht mal weiter zocken, weil der halt nur bis Ende, ja, halt bis Kapitel 6 das Ende halt geht. Und dann ist halt auch bei ihm vorbei. Sun Quan muss ich noch ein bisschen weiter zocken, das ist aber kein Problem. Ja, und viele andere Charaktere, ja, die gehen nicht mehr so lange. Also zum Beispiel hier Kapitel 7 verlieren wir. Warte, ich muss mal kurz überlegen. 1, 2, 3, 4. Ja, hier verlieren wir nochmal vier Charaktere. Das wird auch ein bisschen blöd. Und ja, deswegen habe ich mich halt für Hang Dang entschieden. Ich will jetzt nicht so lange quatschen. Ihr habt lange darauf gewartet, dass es endlich mal weitergeht. Und deswegen werden wir heute mit ihmchen hier zocken. Den Hang Dang, einer der wohl ja längsten Offiziere der Wu-Kampagne. Ihr wisst ja, der war ja schon mit Sun Jian unterwegs gewesen. Ach doch, nee, halt, warte mal, jetzt fällt mir gerade noch ein. Es gibt noch einen Charakter, der im siebten Kapitel weg ist. Und zwar, das ist Huang Gai. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Huang Gai ist jetzt so ein Charakter. Ja, der ist zwar ziemlich cool, aber ich muss sagen, ich finde ihn in den neuesten Teilen nicht mehr so spannend, muss ich sagen. Weil ich halt irgendwie. Ja, doch, im achten Teil war ja cool, weil er halt da eine richtig geile Waffe bekommen hat, so, aber. Ja. Hier hat er wieder diese komische Riesenkeule und das macht irgendwie keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt haben wir hier 3 Minuten im Hauptding, wie immer eigentlich. Deswegen gehen wir jetzt zum Hang Dang. Ich muss mir mal merken, dass der dann immer weiter redet, weil das vergesse ich irgendwie sehr oft. So, die Schlacht von Chibi, machen wir weiter. Das ist Cao Caos Verfolgung. Ich hatte zu einem Punkt gezockt, wo halt Hang Dang perfekt halt steht, dass ich sozusagen auch die ein bisschen cheaten konnte. Ja, man konnte sich das alles ein bisschen einfacher machen, aber ich habe auch andere Charaktere habe ich nachgezockt und ja, manchmal zocke ich die Charaktere sehr gerne halt bis zu einem bestimmten Punkt und manche da ja, nutze ich halt einen ganz einfachen Trick. Den kann ich euch auch nochmal erzählen. Und zwar, wenn ihr halt sozusagen alle Charaktere bis zum Ende halt haben wollt, macht wirklich einfach nur kurz vor dem Endboss sozusagen oder vor dem Endkommandanten halt ein Save. Und dann wechselt ihr den Charakter und dann kommt er automatisch halt zu der anderen Stelle. So. Ihn brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. So. Cao Cao läuft gerade weg. Deswegen müssen wir ihn aufhalten.
Hallo Zauzau. Oh, warte mal ganz kurz. Ich habe, glaube ich, noch was einzustellen. Moment. Ja. Wir spielen ja hier auf schwer. Und nicht auf leicht. So habe ich halt gespielt, dass ich halt das ein bisschen einfacher mache. Das kennen wir ja auch eigentlich alles schon. Was, Liu Bei? Was mit Liu Bei? Liu Bei interessiert keinen. Noch nicht. Besser als er. Ist auch mal komisch, dass wir nicht am Anfang eines Kapitels anfangen, sondern wirklich so eigentlich in der Mitte. Ich hätte es noch ein bisschen anders vorbereiten müssen, aber na gut, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so krass schlimm. Vielleicht mal. そう、総軍は完全に撤退した。この戦この龍玄徳孫悟の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよ。ねえ賢兄様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられてはどうにも思はゆい。 だが、肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ。ですが、それは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首でしょう。確かにその通りだ。そうだな。今はただこの勝利を喜ぶとしよう。 はい、孫悟の血を守ることができて本当によかった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。 Man darf doch wohl noch ein bisschen feiern können, oder? Shokatsu-ryō-dono, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Ich muss euch erneut für eure Mitwirken danken. Da haben die Entwickler nicht aufgepasst. いえ、私はただ周遊殿の策を支えたまで。この戦勝は孫悟の治癒があればこそです。押村区は曹操を打てなかったことか。 だが、そちらはあまり意に介していないようだ。あの時、想定の範囲内と言っていたか。まるで曹操は死なないと知っていたようだが。ええ。私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。 Was wäre daran eigentlich problematisch gewesen, wenn Zauzau gekillt geworden, also wenn er eigentlich getötet worden wäre? Was wäre daran so schlimm gewesen, weil... Na ja gut, sie hätten die Vergeltung bekommen von den
von den Truppen und so weiter. Und Cao Pi würde jetzt an der Stelle von Cao Cao rantreten, aber rein theoretisch schlecht wäre es eigentlich nicht gewesen. Weil ich... Man merkt es später in der Story, wenn halt Guan Yu ja gekillt worden ist, dass ja Liu Bei ohne irgendwelche Rücksicht auf Verluste oder sonst irgendwie halt Wu angegriffen hat und dabei ist er ja leider auch halt gestorben. Ich meine, eigentlich hätte es ja auch passieren können. So, so, na, taurete wa komaru da to. Okay, das war jetzt ein Zufall, dass er sich auch darüber wundert. Es wäre problematisch für uns, wäre Cao Cao getötet worden. Ja, Zhuge Liang hat irgendwas vor. Ich weiß leider gar nicht mehr, was es war. Ja, damit haben wir die Mission erledigt und kommen jetzt ins Kapitel Nummer 7. Also macht euch auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf Gequatsche gefasst. Wir werden jetzt wieder erstmal 4 reden, weil Kapitel 7... kenne ich ja auch noch nicht so ganz. Wir hatten es ja, glaube ich, einmal schon mal gesehen, was hier passiert. Aber wir gucken uns das nochmal an, weil wir halt so lange Pause hatten. Ja. So, Kapitel 7. Sekheki no Kessen ni shouri shita no wa Sonken Ryubi no Rengo gun datta. 曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退。体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。 そして 劉備の軍師諸葛亮も この機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。諸葛亮殿、君たちの協力には感謝している。いや、率直に言えばこの勝利君の英知あってこそだ。 恐縮です、周遊殿。この赤壁での勝利こそが好機。我らはこのまま慶州へと進行するつもりだ。曹操の軍は遠征を続け疲弊している。逃げおおせたところで十分な体制は整えられまい。今ならば一気に慶州を掌握できるだろう。諸葛亮殿、君たちはどうするつもりだ。周遊殿は孫悟の 孫権殿の天下を実現すべく戦っておられます。そしてそれは私も同じこと。劉備殿を王者とすべく万事を整える。それだけのことです。何を考えている諸葛亮殿。恐れながらつまびらかには申し上げられません。 ただ一つ言えるとすれば天下三分。それが今私が目指していることです。では周遊殿、またお会いしましょう。 Aber diesmal nicht als Freunde oder irgendwas dergleichen, sondern sogar als Feinde werden sie sich, glaube ich. Ah ne, die beiden sehen sich ja nicht wieder, weil Zhu Yu ist ja leider... Stirbt ja, glaube ich, in dem Kapitel. Glaube ich, so war das. Aber der Satz, den hier Zhuge Liang gerade gesagt hat, der war sehr wichtig. Er will das Land in 3 Teile teilen. Bei diesem Satz hätte ich schon eigentlich schon reagiert und mir sozusagen halt eigentlich irgendwas getan, damit ich halt Zhuge Liang aufhalten könnte. Aber... Ob das geklappt hätte, wäre eine andere Frage gewesen. Tenka Sambun Dato. Shokatsuyo. Kisama mo mata Taikei o egaite iru no ka.
Aber das werden wir alles herausfinden, wenn wir die Schuhkampagne weitermachen. So, so, was ich hier kenne. Sansan, die Uchimakasta. Korekrawa. Oder das Songo noch die Zeit. Sorry, war ich so sogar heuer die Sugi der Aro. So, das ne. Uchiabutta, du hier. So, so, no, Gunwa. Ima da ni Kyodai des. Sono Chikara, wo Kanzen ni Zie Sasriniwa. Toki ga iru de schon. Lance war. まだ終わらない。そういうことか。そんなに暗い顔をするな、ジョセ。まだだとしても、俺たちで終わらせればいいんだ。その通りだ、シュゼン。シュユ殿。石壁での勝利こそ、個性へののろし。いわば、本当の戦いはここから始まるのだ。そしてそこには、お前たち若き将の力が不可欠。治癒を研ぎ澄まし、次なる戦いに備えてくれ。次なる戦い、もうすでに決めておられるのですね。ああ、我らは慶州南軍を攻め落とす。皆には私と共に南軍攻めに加わってもらいたい。南軍を守るのは、防衛戦に長けた総司だ。一筋縄ではいかん相手だぞ。なんの、お任せください。どんな奴であろうと、俺が燃やしてみせますよ。周瑜殿、次の戦は劉備との共同作戦ではありませんね。そうだ、今回は我ら孫悟のみで戦う。もともと攻めきた曹操を倒すために手を結んだだけ。それが終われば名など形だけのものとなろう。事実、諸葛亮はすでに慶州で動き始めている。おそらくは我らに先んじて慶州を奪うつもりだろう。抜け駆けか。石壁での戦果を考えれば、慶州は孫悟が領して叱るべき地、劉備に渡すわけにはいかないだろう。なるほど、敵は曹操だけではないということですね。Ist schon irgendwie krass, wa? Ja. Schokatsuri und Narukatanimo. Kekai ga hitsuyou desu. Ist schon irgendwie übertrieben, wa? Erst nutzen sie halt Wu aus, um Cao Cao so ein bisschen ja, halt zu dezimieren, um seine Stärke halt zu verringern. Und ja, jetzt nimmt er einfach das Land von Wu in seinen Besitz. Das will er ja einfach machen. Bevor ich weitermache, ich habe nur ganz kurz eine Sache hier, die ich euch erklären möchte, oder erzählen möchte, besser gesagt. Und zwar, die Schlacht um Chibi hat damals im Winter 208 angefangen und war so, dass die Verluste von Cao Cao extrem hoch waren. Die waren richtig hoch und man ging davon aus, dass er wahrscheinlich so 250.000 Leute in die Schlacht geschickt hat. Und die Truppenstärke von Wu und Shu betrugen nur 70.000. Das war eigentlich eine Schlacht, die sie nie hätten gewinnen dürfen. So. Und man geht davon aus, dass Cao Cao ungefähr von diesen 250.000 nur noch 27.000 Leute halt nur noch übrig hatte. Man geht davon aus. Man weiß es nicht hundertprozentig, aber das sind so die, ja, also die Zahlen schwanken ein bisschen. Also wirklich, man weiß nicht genau, wie viele jetzt genau da waren. Also die geschichtlichen Romane und so weiter gehen ein bisschen auseinander. Aber es heißt, dass halt wirklich zum Schluss nur noch halt so von dieser riesengroßen Truppe, die er hatte, extrem viele halt gestorben sind und dann halt in dem Flammenmeer halt dann getötet worden sind. Ist auf jeden Fall sehr interessant, könnt ihr euch echt mal durchlesen. Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig alles, aber das ist nur das, was man halt finden kann. Und ja, es sind sehr viele gestorben, auf jeden Fall bei der Schlacht. Wollte ich nur mal kurz mal so ein bisschen erzählen.
so ein bisschen was Geschichtliches dazu noch erzählen. Aber man sieht hier, Zhuge Liang, ja, der hat seine eigenen Pläne. Und ja, die wollen einfach mal das Land von Wu einnehmen. Obwohl sie ja gerade noch eigentlich Partner waren. So, da. Daga, immer war Nangun und Torkoto nicht schützen zu so. So, so, Gun war Theoi Toaie. Immer da Kyotai Nano da, na. 諸葛亮の動きは石膏に探らせよ。奴らよりも早く慶州を制さねばならぬからな。この戦で南軍を攻略し、天下二分の行使とする。皆奮戦し、孫後に勝利をもたらすのだ。 Ja, und er will es eigentlich nur in zwei Teile halt haben. Einmal halt Wei oben im Norden. 孫権様、出立の準備は整っています。 Wie gesagt, er will einmal halt das Land im Norden haben, sprich, nein, er will das Land in zwei Teile haben, einmal halt Wei oben im Norden und halt Wu sozusagen halt der Süden. So wäre das richtig krass gewesen. Ah, wakatta. Desh, itsumo sumanai na. Ne, ano futari. 最近ちょっといい感じだと思わない? ええ、理想の主従と言えましょうな。そうだな。蓮主殿は腕も立つし、殿のおそば役として言うことなしだよな。そういうことじゃなくて、もう誰か分かってくれないかしら。それにしても。 本当に羨ましいな。私にも誰かいい人が現れてくれるといいのに。なんと、姫様がそのようなことをお考えとは。いずれ姫様にも誰かのもとへ嫁がれる日が、考えただけでも泣けてくるわい。さて、殿の準備も終わりそうだし、俺たちも南軍攻めに加わろうか。なあ、帝府殿。 どうしたんだ。今日はえらい無口だな。どうも落ち着かぬのだ。近頃周囲が気負いすぎているように見えてな。敵に足をすくわれぬかと気が気でない。おお、帝府殿が周囲を心配するとは。お主も丸くなったものよ。 あやつは今や孫悟の要たる大都督、ここで倒れられては困るのだ。素直じゃないな。けど帝府殿が言うなら俺たちも気にしておくか。孫悟にとってはこれからが勝負どころ。周遊殿を失うわけにはいきませんからな。そうね、帝府が心配しすぎなだけならいいんだけど。 あ、ほら、みんな不安な顔してちゃダメよ。心配も必要だけど元気出していきましょう。さあ、南軍攻めに出発よ。 作戦は今伝えた通りだ。我々は周囲殿と共に南軍攻めに加わる。それはわかりました。で、 なんで俺がこいつと一緒なんです、両毛殿。いちいちうるせえな。ごちゃごちゃ言わねえで戦えばいいんだよ。は？おいおい、冗談だろ。親の敵と仲良く肩並べて戦うやつがいるかっつうの。まだんなこと言ってんのかよ、小せえ野郎だぜ。 やめんか、バカ者。二人で力を合わせようと殿に言われたことを忘れたか。ふん。やれやれ、先が思いやられるな。だがこの二人をギョすのが俺の役目か。今劉備軍が慶州にいるとの方が入っている。これが事実ならば、諸葛亮は赤壁の戦にとどまらず慶州奪還にも 我々を利用するつもりだろう。奴らの思い通りにはさせん。南軍、そして慶州は
我々孫悟が制するぞ。慶州を得るため高梁にいる宗純を撃つ。気を抜いては、あれは、あれれ、味方が走ってきてるよ。ねえねえ、どうしたの？何か困りごと？Zauberin in Jialing besiegen, machen wir. Nantoka Maniataka. Isogi Butayo Saihen Sechi. Engunni Mose. Verstärkung aus Jialing ist auf dem Weg nach Jialing. Okay, Jingaling und Jingedang. Dene, Shuyu-sama, Tekisho no Yade Kusho, Tadachi ni Kyuen ga hitsuyou desu. Shuyu wurde von einem Pfeil getroffen und ist verletzt. Ja, und dieser Pfeil, den er getroffen hat, das ist natürlich heute auch ein Pfeil, der leider verletzend, sehr, sehr verletzend war. Bevor ich weitermache, ihr habt gesehen, wir sind jetzt schon kurz vorm Ende. Aber ich habe mir noch mal ein bisschen was durchgelesen hier nebenbei. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich immer irgendwie noch halt hier so ein paar geschichtlichen Sachen reinbringe. Aber auch ein sehr interessanter Artikel, den ich in dir gelesen habe, und zwar es wurde sogar behauptet von einigen Schreibern, dass Zhuge Liang die Schlacht von Jibi vor langer Hand geplant habe. Er habe darauf spekuliert, Sun Quan zu schwächen, um Liu Bei einen neuen Aufmarsch, um eine neue Aufmarschbasis im Süden zu verschaffen. Das könnte aber eigentlich auch irgendwie so irgendwie Sinn machen, weil man muss dazu sagen, dass ja, wir wissen ja aus der Wei-Kampagne, dass halt die Jiang-Provinz ja von Guan Yu bewacht wurde. Ist lustig, wenn auf einmal irgendwie die Pflanzen auf einmal kommen. und die hat er bis ins Jahr 219 verteidigen können. Also jetzt gucken wir mal, wir sind im Jahre 208. Die Schlacht von Jibi ist halt zu Ende. Und ich denke mal, die nächste Schlacht war auf jeden Fall... Ja, wie kann man das sagen? Warte mal. Wann könnte die gewesen sein? Ja, ich sag mal auch so, also diese ganze Sache hier, damit Shu halt das einnehmen konnte, war vielleicht so 210 oder so, sag ich jetzt mal, hat das eingenommen. Das heißt auf jeden Fall, ganze 9 Jahre hat Guan Yu diese Provinz halt verteidigt. Aber das war ja eigentlich durch dieses Abkommen immer noch sozusagen Wu-Gebiet. Aber halt, ja, so richtig so Herrscher über ihr eigenes Gebiet waren sie auch nicht. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir müssen Schiffsreparaturenarbeiten durchführen. Okay. Wir sollen wieder Material. Oh, ich brauche ein... Ich habe zu wenig Holz. Kriege ich denn jetzt Holz her? Da. Da ist Holz. Wirklich ein einziges Bauholz fehlt mir. Oh, ist das mies. Gut. Dann wollen wir mal Bauholz sammeln. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ist ja wie bei WoW. Man sammelt einfach alles ein, damit die Leute das irgendwie selber hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Quest erfüllt. Hier haben Sie Ihren Gegenstand. Ja, aber der ist doch grau. Ich wollte lila haben. Ja, lila ist ausverkauft. Was? Na ja, gut, aber Leute, ihr seht schon wieder, es ist wieder Zeit, den Part zu beenden. Es sind wieder 30 Minuten fast erreicht. Wie immer eigentlich, wisst ihr ja, beim ersten Part einer neuen Aufnahmesession, wenn wir ein neues Kapitel starten, wird natürlich immer rumgequatscht. Kennt man ja nicht anders. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Da wird es dann richtig mehr Action geben.
Es wird spannend, es wird toll, es wird nice. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bis dahin, schön mit Öl reingehauen und vorbeischauen. Tschüss.